Freunde, ich muss euch was sagen. Wer wohnt an das ganz tiefe Meer? Sporn, Sporn, Schwankopf! Was? Lass sofort die Gäste rein. Nur direkt die Gäste rein. Freunde, einen fetten Applaus für Hassan und Leo! Heidi Säule, oh nun hast du Söldi, Heidi Säule. Heute, erst, ich freue mich echt, dass ihr heute da seid, ne? Ja. Wir uns auch. Ja, ehrlich? Geil. Also ich sag euch so, ne? Es wird ehrenlos, ne? Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ihr habt keine ehrenlosen Was machst du mit dem Tisch, du Fettsein? Fettsein? Hab ich. Was machst du mit deinem Deutsch? Einmal kurz alle schreien. Warte, ein Applaus für erstmal für den Schiedsrichter. Hey! Für die Leute, die das nicht kennen, erklärt da immer auch die Spielregeln. Okay, es geht los in 3, 2, 1. Silent Liberty! Wir müssen immer so anfangen. Ganz kurz, ganz kurz. 3, 2, 1. Silent Liberty! Junge, das war so schlecht. Bleib einfach okay, jetzt Ruhe. Okay. Ihr habt es euch verstanden. Man darf nicht reden. Währenddessen machen wir aber eine Challenge draus. Und zwar vollziehen wir Strafen. Strafen sind hier drinne. Es werden vorher Karten verteilt. Es gibt 3 gelbe und eine blaue Karte. Und wer die blaue Karte zieht, muss die Strafe vollziehen, aber ruhig sein, also nicht reden. Wenn einer von euch redet oder lacht oder irgendwie einen lauten Ton von sich gibt, kriegt mein einen kreierten Shot, das ist der Tabasco El Orangio, aber der wird nochmal extra verfeinert für diese wahrscheinlich letzte Runde in Sand Library. Habe ich mir noch was ausdenken lassen, nochmal mit ein bisschen ekelhaftem Geschmack, aber ich glaube, euch wird es schmecken. Auf 3 werden die Karten gezogen. Auf 3, Sammy. Bitte grüßig sein. 1, 2, 3. Okay. So, liebe Freunde, die nächste Bestrafung lautet Flutschfinger. So, liebe Friends, um nochmal zu verstehen, wobei es stand bei Flutschfinger. Wir werden einen leckeren, gut aussehenden Zeh dinieren lassen, servieren. Das ist in dem Fall ein Semi-Zeh. Er muss da ein bisschen schmecken. Wir haben da ein paar Utensilien mitgebracht, sowas wie Schokosoße und Zuckerstreusel. Und da wird Sammy seinen Zeh reindippen und Duan muss es mit seinem Fuß. Mit seinem Mund. Knusper. Ja, er muss probieren. Er muss probieren, wie es schmeckt. Subs an die Community geschenkt. Ja, einmal so in den Mund und dann wieder raus. Sauber sein, okay, aber auf jeden Fall mit dem Mund mal schön rein. Einmal mit dem Mund schön rein. Die Aufgabe ist bestanden. Aber muss auch runter. Runter. Muss runter, sonst bekommt sie hier. So, das war die erste Runde, Leute. Jetzt kommen wir zur zweiten Runde. Respekt an Duan erstmal, dass er es vollzogen hat. So, auf 3. 1, 2, 3. So, Sam, wenn du soweit fährst. Einmal bitte Fuß runter. Es wird gezogen. Einmal her zu mir. Nächste Bestrafung lautet das fliegende Model. Sammy wird für uns modeln einmal. Wir bereiten alles für euch vor und dann kann die Show losgehen. So, Leute, einmal bitte, please welcome, Sammy, Heidi, Klum, aka Katja, krasser Witze.
So Leute, ich erkläre euch mal kurz die Aufgabe, was unser Supermodel Sil machen muss. Und zwar muss er einen Catwalk vollführen, aber dabei balancieren über diese Stange. Aber er hat keine normalen Sachen an, sondern wie ihr seht, High-Heel-Schuhe, heißt es schwieriger. Und wenn Sammy fällt, fällt er auf diese Lego-Steine und das wird sehr schmerzhaft. So. Ja, dann sieht aus wie Caillou. Ganz wichtig, Sammy muss einmal vor und einmal zurück. Und bei jedem Mal, wo er runterfällt, muss er beim Anfang wieder anfangen. Heißt, wir sind da streng auf jeden Fall, das wird durchgezogen. Und ja, ich würde sagen, die Show kann beginnen. Nicht festhalten, Sammy. Nicht festhalten. Aber wieder zurück vom Anfang an. Das haben wir geschafft. Und jetzt einmal zurück. Dann erst ist die Aufgabe bestanden, aber Moment. Ich glaube, die Aufgabe ist nicht bestanden. Somit wird die Runde bestraft. Nein, es ist vorbei. Ich kenne auch meine Bestrafung, weil zu laut sein, gibt es meinen leckeren Shot, den ich eins kreiert habe. Tabasco El Orangio, aber mit bisschen Apple Flavor. Also ja, ich würde sagen, haut rein. LAXSTY015 hat gerade abonniert. Gleich draufstellen. Das muss leer sein, Jordan. Darauf achte ich gleich. So, dank eurer Hilfe von der Community, kommt der zweite Shot, weil die Leute haben sich erschrocken, ne? Deswegen machen wir euch den zweiten Shot fertig. Bestrafung ist Bestrafung. So, liebe Zuschauer, zweite Runde Shots, dank eurer Hilfe. Und ja, lasst euch schmecken. Erst weg und danach. Das war sehr knapp. Das war sehr, sehr knapp. Wir machen weiter, Friends. Dritte Runde. Dritte Bestrafung. Dann darf. Jetzt haben wir gezogen. 3,33 € sind gespendet. Alle Leute auf TikTok Jordan_Sammy auf Twitch, wenn ihr alles in HD sehen wollt. Nächste Bestrafung geht an Sammy. Sammy, du musst einmal ziehen. Nächste Aufgabe und Bestrafung lautet die Narkose. Sammy bekommt eine Beatmungsmaske, so gesehen, und hat die Möglichkeit jetzt Zwiebelgeruch gezwungenermaßen zu riechen. Ja? Und ja, ihr dürft einmal. Sprite haben wir hier. Ne, heißt, man muss auch rülpsen, damit halt eben der Geruch rübergeht in Sammys Nase. Und mal gucken, ob er es aushält. Also kaum ordentlich, ne? Das ist doch irgendwie Bestrafung auch für euch, aber ihr seid ein Team. Okay. Thank you.
Okay, die Aufgabe ist bestanden. Ja? Oder wollt ihr noch einmal? Ja, Jordan will auch noch einmal. Machen wir erstmal Jordan nochmal reinbeißen. Das riecht mal Zwiebeln an. Sehr gut, Jimmy, Respekt. Wie gesagt, eine Bestrafung hat Duan vollzogen, zwei Sammy. Mal gucken, wer diesmal dran ist. Ach, das ist falsch, ne? So, dann bitteschön einmal. Du darfst einmal ziehen. Ich muss sagen, Leute, das sind ein, zwei Kracherbestrafungen. Also wenn die noch kommt, die war noch gut, aber da kommen noch ein, zwei Sachen, dann ist Feierabend. Aber willst du mir? Nächste Bestrafung lautet das Aquarium! Tada! Das kannst du ja schon an die Cam halten, das wird doch genau sehen, was es ist. Es sind Fische! Es sind Fische im Wasser. Und ja, du hast die Aufgabe, wir haben ja eine Markierung da. Und Duan muss bis zur Markierung die Flüssigkeit trinken. Ja, wir haben's. Die Aufgabe ist bestanden. Die Aufgabe ist sehr gut bestanden sogar. Ihr müsst verstehen, weil du hast ein kleiner Vorfall passiert. Er hat auch am Fisch probiert, ne? Und ja, hat was Komisches im Mund gehabt. Aber mehr sage ich nicht dazu. Etwas zwischen Baran und Jordan noch keine Bestrafung bekommen haben, dass die beiden unter sich die Bestrafung machen, dann schreibt alle bitte eine 1 auf den Chat. Aber jetzt sofort. Wenn es genug Einsen sind, dann wird Sammy oder Jordan treffen. Nee, Sammy oder Baran. Nee, Jordan oder Baran. Okay, es sind genug Einsen, würde ich sagen. Heißt, es geht um die Wurst. Zwei Karten, eins davon blau, einer von euch beiden bitte Bestrafung vollziehen. Ja, Qual der Wahl. Baran hat getroffen, Baran macht die nächste Bestrafung. So, jetzt bin ich gespannt. Nein, oder? Oha, ich habe von Kracherbestrafung gesprochen, das ist eine von den beiden. Ich kann euch sagen, vor allem bei ihm ist es heftig. Bei ihm ist es wirklich heftig, weil er seine Haare liebt. Er liebt seine Haare wirklich sehr. Die Aufgabe bei Schnippschnapp heißt, die Haare werden geschnitten, Leute. Die Haare werden geschnitten. Ja, aber er muss schon eine Glatze haben. Ja, ist hart. Also wie gesagt, du ziehst dich komplett durch. Baran. The Silent Library, Leute. Welcome to the Silent Library. Wir machen keine Kinderbestrafung, das ist eine Hardcore-Bestrafung, Leute. Was da kommt? Okay, wir müssen jetzt auch nicht komplett das jetzt machen, dann kann er so weitermachen, ne? Oder wollen wir weitermachen? Wir machen weiter. Folgt alle noch auf Instagram, ne? Ne, Baran 46, Fuso, John Sammy, wisst ihr ja schon, ne?
Adrian-RMFC hat 3,33 € gespendet. Er sieht aus wie Olaf Scholz. Das ist der neue Jordan, du und Sammy Look für Baran. Mit dem... So. Hab ich aber gezogen. Und das dritte Mal, glaube ich, triffst du so. Wenn wir genug Eins im Chat haben, übernimmt du so Jordan die Bestrafung für Doan. Wollt ihr, dass Jordan die Bestrafung übernimmt für Doan? Ist ein Teamplayer oder nicht? Zeigt das, Leute. Okay, ich glaube, das reicht. Jordan ist ein Teammate, gespendet. Ein guter Klassenkamerad. Liebst Bratan, das sieht eigentlich echt frisch aus. Jordan, zieht durch für euch. Die nächste Aufgabe lautet, der stinkende Astronaut. Rason hat 5 Subs an die Kommentare. Macht euch bereit, Onkel Astronaut. Es geht darum, dass der gleich seinen Helm bekommt in Form eines Kastens. Ne? Der wird abgedeckt mit T-Shirts, damit auch der Duft, der gleich reingemacht wird, nicht entfliehen kann. Was haben wir für einen Duft? Ne? Zeig es aber kurz. Ein Food Spray. Auch gut atmen, ne? Okay, wisst ihr was? Wir sind bei Sign Library. Keine 10, sondern 30 Sekunden. Keine 10. Ja, auf mein Zeichen, Jordan. Muss warten. 3, 2, 1 und los. 30 Sekunden, Leute. 30 Sekunden. Dann ist die erste Aufgabe bestanden. Ja. Ich krieg keine Ruhe. Ja, ich glaube, das reicht dir mit dem Sprühen. Es kommt bis hierhin. So, noch 10 Sekunden. Okay. Aufgabe stand, aber es war zu laut. Noch eine Shotrunde. So, liebe Zuschauer. Ihr kennt die Bestrafung, Tabasco El Orangio. Das war's mit dem wenigsten, aber mit den meisten, ja, das merkst du gerade, ne? Der stärkste von allen. Das war der stärkste, mein Trick, schon gucken, wer da zugreift. Bestrafung vollzogen, schau mal gerade zu laut. Ey, ich schwöre das nicht nochmal. Du suchst die nächste Bestrafung. Oh. Nächste Challenge lautet Spülmaschine. Spülmaschine, ne? Wir haben hier dreckiges Geschirr hier. Und die Spülmaschine macht es ja normalerweise sauber. Aber unser ist kaputt gegangen. Aber wir haben für Ersatz gesorgt. Das ist nämlich Duso. Duso wird einmal ein Teller, ja, sauber lecken. Übrigens nur mal, by the way, diese Teller sind schon, ja, schon ein, zwei Tage liegen die irgendwo rum. Nice, ja, es wird sich ganz angenehm, Leute. Ja, ihr seht schon, wie es aussieht. Ich würde aber sagen, aus Fairnessgründen darf sich du so einen Teller aussuchen. Also wenn ich für mich entscheide, dass es sauber genug ist, dann, ne, dann sage ich, okay, sauber. Einmal noch quer beim Teller. Ich glaube, die Aufgabe ist bestanden. Wir haben es gemacht. Respekt an Duso. Weiß mir, ja. So. Dann auf 3. 1, 2, 3. Die letzte Bestrafung ist für Badat gedacht. Letzte Aufgabe, letzte Challenge. Heißt Durstlöcher! So, also, Aufgabe lautet, wir werden jetzt
Kelloggs machen, bedeutet Milch mit Cornflakes oder mit Zinni-Minis, werden wir in Jordans Mund einfüllen. Er muss den Mund behalten, die flüssig, also Milch und Kelloggs. Und der liebe Baran, der die Bestrafung vollzogen hat, darf aus dem Mund von Jordan mit dem Strohhalm, ja, das, was drin ist, rausziehen. Trinken, ne? Ja, ich glaube, gleich gibt's die Shot runter. Gleich gibt's die Shot runter danach. Mal gucken. Und ausregeln, weg damit! Aufgabe bestanden, Leute! Wir haben's geschafft. Ups. Das war's, Freunde! Wir haben es geschafft, Alter, boah, ich schwöre, ne? Ich bin ja eigentlich auch gut davon weggekommen. Du hast heute richtig Pech. Ja, ich hab heute. Die sagen, Duan hatte Pech, guckt euch mal das an. Walla, guckt euch mal das an. Oder lieber habe ich die Glätze anstatt, wer ist das? Glaubst du mir das? Nein! So viele Bestrafungen. Was bist du für ein Spasti, Junge, ja? Was denn? Spasti, der macht mir mein Auge, meine Nase, mein Mund, Junge. Den darfst du nicht ernst nehmen, ja? Aus Versehen. Meine Fresse, ja, du bist so ein Holzjäger, ne? Freunde, wir machen, ja, wir reagieren auf. Ihr müsst nur ein TikTok-Video posten und uns markieren. Also mit dem Hashtag Jordan-Sammy oder markiert Jordan oder markiert Sammy. Mach doch dein Gesicht einfach so einen Hund drauf. Ja, ja, oder macht dir einfach eine Salzstange und seinen Kopf drauf. Ihr wisst Bescheid, ihr macht geile Edits, ich hab das schon gesehen. Und das war die letzte Folge Silent Living. Aber warte, ganz kurz. Nein, warte. Die Community. Okay, ey, ich wollte letzte, Freunde, ihr müsst vorstellen, dieses Format ist so aufwendig, ne? Wir müssen alles aufbauen. Alles wir haben gesagt, letzte Folge. Aber sag mal ganz echt, Chat, ich fand's heute so geil, ne? Ja, erstmal geil. Geil, Walla, Jungs. Geil. Starke Folge. Aber erstmal natürlich, ein Applaus für den Schiedsrichter. Hey! Chat, jetzt ist euer. Guck mal, wir fragen jetzt den Chat. Wollt ihr, dass es weitergeht oder dass wir Ende machen? Freunde, wie gesagt, morgen 20 Uhr geht's los, Schlafstream. Das heißt, wir werden so bis 1, 2 Uhr streamen. Wir werden auch ein paar Horrorsachen machen. Morgen ist Halloween, weißt du, wie ich meine? So dann schlafen gut. Wir stehen auf und das gleiche nochmal Samstag und nach Sonntag FIFA-Match. Freunde, seid hype. Wir bereiten alles vor, das wird unser Halloween-Special sein. Warte, ich hab meine Haare immer noch geliebt, ne? Ich hab einfach Leute. Meine Haare geliebt. Folgt alle auf Instagram und wie gesagt, Badal hat Glatze gemacht, folgt auf Instagram, ja, Duan hat 80 Aufgaben gesagt, gemacht. Nimm den Jordan, den Edits auseinander, wir reagieren drauf. I love you morgen, 20 Uhr. Geht alle auf Instagram. Ja.